Und der Schalter. Oh, guck mal. Musst du die ganze Zeit klicken oder macht das automatisch Klick? Ich muss leider die ganze Zeit klicken. Das heißt, du musst so pumpen, pumpen, wie im Fitnessstudio. Pump, 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 pump it up. The lava goes. Pump it harder. Okay, aber Pump das ist hoch. Pump it up. Pump hoch den pump, Jam. Pump ist hoch. Pump. Genau das. Na scheiße. Die erste Lavaquelle ist schon leer. Sonst wird noch was kommen. Okay, ich mach mal oben ein Becken, würde ich mal sagen, wo das dann rein kann. Wegen Verteidigung und so. Weil wir haben jetzt schon die Stachelfallen. Und dazwischen muss ich noch irgendwie eine Möglichkeit finden. Wobei, wir wollten ja eigentlich noch so ein Schloss bauen. Der Knorker wollte jetzt noch ein Schloss bauen oder irgendwie sowas. Ja, genau. Also, ich nehme das Material, ist eigentlich egal, nur soll es halt dann konsistent sein. Also es sollte konsistent sein und es sollte umgearbeitet sein. Also bitte keine Rohblöcke nehmen. Nee, das ist schon schön aussehen. Aber ich meine, was oben halt auch so war, deswegen frage ich so nur. Ebon Stone Blöcke oder halt so, vielleicht schön, auch vielleicht nicht was zu tun. Ja, nee, das ist okay. Oder halt normale Steinblöcke. Erstmal kannst du abbauen mittlerweile und zweitens, mit Bomben geht es noch viel, viel schneller, sie abzubauen. Ja. Ich überlege gerade, wo die Ebon-Holzblöcke sind. Ja, hier, wo ich gerade die Autobahn baue, da ist alles voll. Ah, du meinst in dem Defiled. Genau. Und schon wieder Kabel, ja. Bisschen Gold habe ich noch, warte. Bei mir in der Truhe ist auch noch ein bisschen Gold, Geld. Oh, ich habe einen Gold. Gar nicht mehr so weit. Also mit einem weiteren komme ich, glaube ich, nach oben. Ich glaube, ganz stacken kann ich nicht mehr. Wobei, doch, es könnte, warte mal, guck mal, ich kaufe einen restlichen Stack. Der hast du ja auch gemacht, dementsprechend ist es unfair. Ich kann auch Clay machen. Yes, ein Stack habe ich nochmal. Ein Gold habe ich noch. Oh. Ja, das Ding wird gerade auch so. So, Moment, hört mir hier. Da. Und jetzt nur gucken, du musst dann halt... Dann buddel mal ein Loch. Ja, du musst ja gut arbeiten, auf jeden Fall. Rechte Seite oder linke Seite zuerst? Ja, das bleibt dir überlassen. Wir können dann auch... Wir haben genug Einlass zum Auslandspumpen. Das heißt, im Zweifelsfall können wir auch erstmal in ein Loch pumpen und dann nachher von da aus in die anderen. Wir machen das erstmal nach links, weil, Idee, wenn man hier drüber läuft, da drüber läuft, kommen die Fallen und dann kann man hier das Dings machen. Und ich hier... Achso, dann mache ich die Kabel jetzt auch kaputt. Oder kann ich durchgraben, ohne die Kabel kaputt zu machen? Ja, kannst du. Also die bleiben bestehen, trotz allem. Ja, die Kabel, die kannst du nur mit der Wrench abbauen. Alles mit dem Knife abbauen. Mit dem du deine Hose aufmachst, Mike. Ja, ich habe schon gedacht, der Gummizug. Ich mache halt noch links für tot. Er ist tot? Links für tot 2. Spielen wir heute noch oder verschieben wir es? Der hat seine scheiß deutsche Sprache. Alter. Left 4 Dead 2, wenn dann der Huggy mal sich melden würde, weil der gehört ja echt dazu. Mhm. Gute Idee, das können wir kurz machen. Der ist aber offline. Der hat noch Besuch, hat er gemeint. Und wenn es halt nicht klappt, dann verschieben wir das Ganze einfach auf die Woche halt. Die Tage. Eben. So. Läuft ja nicht weg. Ach, ich soll auch noch da hinten rüberkommen mit dem. Boah, Alter. Ja, jetzt, sorry, wir brauchen Verteidigungsanlagen, nicht irgendwie, ne? Weil das Geile ist, da machen wir noch so Glasplatten oben drüber. Das mache ich dann auch gleich mal. Geht das dann eigentlich? Dann brauchst du. Moment, können wir da überhaupt hochpumpen? Ja, das ist ja das Trinchen. Also so, dass die Autobahn noch intakt bleibt. Wenn nicht, musst du halt ein bisschen umarbeiten. Die Fackeln musst du da aber auf jeden Fall wegpacken. Sonst läuft das da raus und das killt den Guide. Nee, das habe ich jetzt, das wollte ich auch nicht machen. Hier. So. Ich muss los noch umarbeiten, weil ich wollte das ja schön machen. You know. Ich hab's doch gerne schön. Sowas verstehst du nicht. Schönheit. You cannot have nice things. Nice things. Oh Gott, was mit dem Englisch halt passiert. You can't have my thing. Ich will dein Ding auch gar nicht. My thing is... My Hamster-Bonat, ja. Ja, genau. Oh Gott, die alten Leute und ihre alten Witze. So, dann machen wir hier noch die Wand mal weg. Mit der
6 geht das schneller? Nee. Kann man nicht. Oder mit der 5? Oh, die 5 ist schneller. Das Ding ist very slow und das hier ist slow. Oh, warum habe ich denn den Small Breaker überhaupt noch in der Hand? Der Meteoriten-Dings ist ja viel besser. Das, wenn du siehst, Hubi, oben, ne, siehst du die Fallen? Das müsstest du ja momentan sehen. Mhm. Und wenn du auf diese Druckplatten halt gehst, hast du links und rechts jeweils drei Pfeile, die auf dich zukommen. Wenn du hier nahe, zu nah rangehst, bist du eh platt, weil Lava. Ah, du Arsch! Du blöde Sau, du! Ich bin auch noch am Wegmachen! Lass das! Das ist eine Druckplatte. Ja, die mache ich weg. Aber es ist cool, geht schneller. Das Dumme ist, ich muss da unten auch abarbeiten für den Hund. Aber schöne Idee. Heiße Füße! Andere heiße Dinge! Heißer Arsch! So, ist weg. Ja, die Auslandspumpe habe ich auch wieder eingepackt. So. Sehr nice. Nee, jetzt ist er eins zu weit. Warte. So, du musst es ja nicht ganz voll machen, aber so halt, dass es. Ja, ein bisschen. Das heißt, ich mach mal rechts. Auslandspumpe. Da rechts mache ich den auch nochmal ganz kurz. Ich wollte eigentlich Glas da einsetzen, wo du jetzt bist, aber jetzt geht's nicht mehr. Passt aber auch so, wie es ist. Wie hast du das da hinbekommen? Ach, durch die Kabel, natürlich. Ja. So, jetzt, wo packe ich den Schalter hin, ist die Frage. Na, ich weiß wohin. Den brauchen wir ja nicht permanent, oder? Ich hab noch ein paar Kabel über. Ach, da oben, über dir, stimmt. So, die Druckplatten hier sind so bitterböse. Ja, hier muss ich auch erstmal aufräumen. Und die Grabsteine muss ich leider auch erstmal abbauen. Die bauen wir dann wieder auf. Ach, das ist. Fuck, das ist Mist. Warte. Fuck, das ist Mist. Ja. So, wo sind meine. Da sind meine. Achso, ich wollte ja die Auslasspumpe anders hinsetzen. Ah. Oh. Mike, bau mir mal so eine kleine Plattform hier rein. Was? Du hast doch gerade die Steine. Ich brauche eine kleine Plattform, wo ich die Auslasspumpe drauf packe. Weil das Wasser oder die Lava steigt nicht höher als die Auslasspumpe. Moment, ich muss mal gerade hier noch fertig machen. Komm gleich rüber. Bin so verwirrt, was du genau möchtest, aber das kriegen wir gleich hin. So, du brauchst was nochmal ganz genau? Eine kleine Plattform. Wo genau? Unter dir. Am besten so weit oben wie möglich. Also quasi, und muss das ausrüsten, C8. Das ist quasi hier. Sowas da. Kurz AFK. Ich denke mal, das war das, was er macht. Man wollte, dementsprechend gehe ich jetzt mal hier rüber und baue erstmal mit der. Ups, nicht gegen die Wand. Man sollte auf dem Bildschirm gucken, wenn man irgendwo hinrennt. Tastatur oder hake ich? Ich glaube, ich hake. Ich glaube, es hakt. Knorke, du bist so leise. Ja. Bist du am Contemplaten? Ich renne gerade noch nebenher. Da ist das nächste Video jetzt dran. Ah, du bist im Renderbändern. Ich kann mal gucken, ob der Upload eigentlich gleich fertig ist. Der müsste wegen zweiter Folge Last of Us. Ja, genau. Denkst du noch vor morgen Vormittag, also bevor 15 Uhr, an den Thumbnail von Metro? Der eine ist schon drin, den sieht man wahrscheinlich noch nicht. Nee, den, ich habe ja ein neues hochgeladen. Yes, yes, I will. Super. Aber das, was jetzt dann erstmal live geht morgen, die ist... Die ist fertig. Die habe ich gethumbnailed. Der ist schon live, denn der war ja irgendwie live gegangen, aber hat man nicht gesehen. Bin verwirrt. Naja, machst du schon. Ich auch. Warte mal kurz, sag ich dir, Moment. Zack. Ich glaube, eins breiter Bogen. Ja, die Nummer, Folge 18, die ist schon live. Sorry. Telefon und so. Nee, nicht ganz, Mike. Du kannst selber abbauen, du kannst es hinbauen. Diese grauen Ziegelsteinblöcke, da so. Muss etwas da drunter.
Ach so. Weil wenn ich da jetzt, wenn ich da oben jetzt die Pumpe draufsetze, dann wird das lustig, weil dann. Ah, jetzt verstehe ich. Ich verstehe jetzt, was du meinst. Jetzt weiß ich, was du meinst. Sekunde, ich baue jetzt hier gerade noch kurz fertig. Jetzt verstehe ich. Es muss am besten auch noch so sein, dass ich halt eben nicht an deine Kabel rankomme. Moment. Damit es keinen Kurzschluss gibt oder was? Nee, weil das, weil es dann nicht funktioniert, das überschneidet sich dann. So, Sekunde. So. So nett. Du willst quasi sowas hier. Genau. Reicht da einer, zwei, drei, vier? Wie zwei. Wird's? Zwei brauche ich. Zwei untereinander, übereinander? So? Nebeneinander. Achso, nebeneinander, also quasi so. Jo. Der ist weg. Das macht nichts. Jetzt müssen wir natürlich hier die Dings wieder abbauen. Das mache ich schon mal auf der Seite hier. Die Entfernung müsste passen, dass wir nicht drüber springen können. Also, klar, PvP wäre es nicht weit genug. PvP-technisch würde ich viel weitermachen müssen. Ich gehe mal aus dem Weg hier. Ich gehe in Sicherheit. Pumpen Sie jetzt! Nee, warte. Ah, fuck it. Ich mache auf jeden Fall die rechte Seite gleich noch. Weiter. Nee, das müssen wir anders basteln. Da müssen wir irgendwas mal beschwören, um zu gucken, ob unsere Pfeilenkonstruktion funktioniert. Hatte ich nicht noch Pfeilen irgendwo übrig? Nee, die habe ich, glaube ich, gerade schon abgeholt. Also hier kommen sie definitiv noch drüber, da muss ich doch noch ein bisschen so bauen. Jetzt kommen sie nicht mehr drüber. So weit springt kein Zombie und kein Hase. Ich habe die Hasenpopulation dezimiert. No Kuschelhäschen für Sie, meine Damen und Herren. So, jetzt müsste es klappen. Blood Moon, hey, siehst du? Super! Ist doch perfekt! Oh, da, direkt. Sie kommen auch schon. Verderbtes Häschen. Problem ist, ich bin hier gerade, noch am Dings bauen, am Falle bauen. Bin aber gar nicht fertig. Boah, hau ab. Ich bin noch nicht fertig, hab ich gesagt. Hau ab. Hau ab. So. Also das Lavabecken ist bis zum Rand gefüllt. Das ist gut fürs Lavabecken. Das andere Lavabecken kannst du jetzt übrigens auch füllen. Wenn ich mehr als nur noch ein Kabel hätte, würde ich das sogar tun. Oh, dich frisst eine Fledermaus. Vor allem eine Dschungel-Fledermaus. Guck mal, ist doch super, oder? Wir sind hier ein Zombie drin. Alter, mach die Tür zu. Ich weiß nicht, wo der... Ach, da oben. Und woher kommen die Dschungel-Fledermäuse, Junge? Weil da unten Dschungel ist. Der ist zwar nur ein klein, denn sollte der Knorker mal gegen halt größer gemacht haben. Das passt schon. Man kann nicht alles auf einmal machen. Erwarte ich zwar sehr oft, aber du solltest übrigens nicht auf die Druckplatten hüpfen. Ich kann das ab. Naja. So, neue Tür, nehmen wir schon mit. Dann machen wir hier nämlich auch noch eine Tür hin wieder. Warte mal, das ist doch alles hier Moppelgotze ist das doch. Warum ist hier überhaupt eine Öffnung? Warum ist da ein verderbtes Hasi drin? Frage über Fragen. Ein Zombie hat sich gerade in den Tod gestürzt, übrigens, an mir vorbei. Wow. Ja, wenn sie dich sehen, können sie nichts anderes machen, als sich in den Tod zu stürzen. They see me. They see me rolling, they hating, huh? Warte mal hier, so. Ist auch schon wieder die Tür offen. Ja, die können ja durch den Blutmond können die ja durch. Gibt's sowas eigentlich wie Stahltüren bei Terraria? Ich glaube nicht. Das wäre natürlich nochmal eine super Sache gewesen. Snowbricks, ja. Her damit, ganz viele. So, jetzt können wir mal wieder etwas angemessener bauen. Mal eine Tür noch mitnehmen. Unten. Da. Eine Tür. Der hier kommt weg. So. Ah, du bastelst schon. Sehr schön. Ich hör's. Nein, es ist das Falsche. Mann. So ein Kack. Zack. Knickknack. Türen bauen. Eine Tür, eine Tür. So. Was tust du da hinten?
Was? Oh. Was zum Geier ist das denn da hinten? Nix. Ach, du baust dir. Du baust. Was baust du da? Oh, Hubi. Die. Oh. Knorker, du wirst sehr viel Spaß haben, wenn du die Bastion baust. Noem baut wieder ganz komische Dinge. Mhm. Aha. Komische Dinge. Was kann ich mir darunter vorstellen? Mitten in die Landschaft baut er sich jetzt einfach so aus Gold. Ein Crab-Turm, was das hier wird, ich weiß es nicht. Ein Crab-Turm? Ja, Crab-Turm. Zum Kacken gehen wahrscheinlich. So, den Blutmond, da vergeht das Hose irgendwann. Die ganzen Zombies hier drin. Aber eigentlich müsste ich da ja die Fallen einbauen. Das wäre etwas geschickter gewesen. Na gut, hier sollte die Lava rein. Weißt du, Mike, wenn du meine ganzen Truhen immer wieder wegschmeißt, dann muss ich sie halt irgendwo hinpacken, also. Mir fällt aber ein hier. Na, warte mal, ich mach mal hier. Hier braucht man keine. Lass mir die Lava doch da rechts. Links. Ich baue mal die Kabel-Gedöns-Geschichte um. Ja, komm, geh weg. Auge um Auge und so. Tschüss. Wir bauen jetzt das hier erstmal wieder ab. Das auch. Dann muss ich die Zange wieder ausrüsten. Das war die hier, genau. Achte. Platz dafür eigentlich? Nee. So wenig Platz, so wenig Platz, so wenig Platz. Das ist ja komplett weg, so. Ach Quatsch, das ist ja die andere. Die hier brauche ich noch. So. I have a wire. Oh, wire. So, ihr lieben Zombie-Lines, ihr müsst so erstmal kurz sterben. So. Getötet. Jetzt bauen wir hier, hier und hier. Bauen wir, da kommen schon wieder Zombies. Bauen wir nämlich die Fallen ein. So. Nein, doch, ja. So, das ist gut so. Und bauen dann. Ich glaube, ihr könnt mir folgen. Hier. Nein. Doch, doch. Und da. Bauen wir nämlich die Dinger ein. Nehmen jetzt die 8. Mike ist. Lustiges Mike. Lustiges Mike hat Falle gebaut. Lustiges Mike hat im Übrigen noch 2 Kabel jetzt übrig. Ich habe noch einen. Cool. Lustiges Mike muss jetzt die ganzen Grabsteine wieder aufstellen, um Gottes Willen. Ja, aber das, da bin ich drum. So. Ganz viele Grabsteine gibt's. Und weil es viel Spaß macht, machen wir unten auch noch einen rein. Ich muss ja eigentlich jetzt noch die Dings abbauen, stimmt. Moment. Zack. Und zack. Jetzt habe ich ja auch ein bisschen Licht. Sehr schön. Hubi, was machst du da hinten? Ich? Was du tun? Ich höre dich die ganze Zeit klopfen. Du bist voll der Klopfer. Ja, ja. Mir wird langweilig. Ich muss irgendwas machen, was mit Töten zu tun hat. Töten? Töten? Fleischmauer? Ja. Müssten wir jetzt Heli haben, ne? Ja, das oder Fleischmauer? Oh, jetzt habe ich die Falle wieder abgebaut. Du willst jetzt noch keine Fleischmauer machen. Warum denn nicht? Ich hatte damals auch geschafft. Aber nicht mit der Rüstung, oder? Hm. Naja, doch. Eigentlich schon. Welche hast du denn gehabt? Höllenrüstung. Die bringt uns doch fast gar nichts, außer ein bisschen mehr Schutz. Aua. Ja gut, wir müssen ja eh runter in die Hölle wegen der Schlüssel und so. So, müssen wir das nicht wieder abzubauen hier. Fein, fein, fein sieht das aus. So, die Grabsteine mal direkt als Warnung. Für Knorker, damit auch direkt weiß, dass er wo nicht lang soll. Das hat er aber zunächst mal wieder vergessen. Ja, das ist normal. Ja, ich bin noch alt. Altersdemenz. Ja. Eben. Also Blutmond ist ja wohl super unspektakulär momentan. Der Blutmonat. Der Blutmond. Doch eher so für die Anfänger. Also für die, wie für dich?
Ja, eben genau. Solche Spieler wie mich. Ich glaube, ich gehe da mal runter. Ja, ich gehe da mal runter.